Hier aber auch ganz schön cool aus. Wenn ihr in Richtung Osten unterwegs seid, dann solltet ihr Hilgrunds Grab meiden. Das Problem mit diesen alten Grabmälern sind die Toten, die Probleme haben, tot zu bleiben. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Um das Reich des Geistes zu regieren. So, dann versuche ich jetzt die Waffe zu entzaubern. Bisschen craften, maften. Und dann schauen wir weiter. Dann lerne ich Furcht wahrscheinlich. 4. So, ist das so ein... Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren? So, entzaubern, dann hätten wir... What? Okay. Jetzt kann ich Untote vertreiben. Ja. Aber muss ich wieder zurück. Ich brauche auch irgendwas, was ich verzaubern kann. Das heißt, ich crafte jetzt ein paar Dolche. Und dann schauen wir mal weiter. Können wir zu wahrer Erleuchtung. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient, denn wir sind eins. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen. Damit ich das Kaufmannshandwerk. Ja, ist okay. Kaufmannshandwerk. Ja. Hier. So, jetzt mache ich mir ein paar Eisendolche. Ein paar Lederstreifen. 22 Stück. Die mache ich mir auch eben schnell. Sonstiges? Dafür brauche ich aber Leder. Das heißt, geht nicht. Das heißt, ich habe eigentlich genug erstmal. Ist Level gestiegen? Nein. Moment. Wie viel noch? Hälfte. So, dann bewege ich mich mal wieder hoch zur Burg. Sorry, dass ich... Ich habe nicht so viel Ahnung von Rollenspielen. Deswegen, das ist mein erstes richtiges Rollenspiel, so. Das heißt hier richtig halt... Ja, doch, richtiges. Ein MMO, WoW habe ich mal gezockt für 3, 4, 5 Monate. War ganz okay. Dr. Med. Der von League of Legends, der ist ja dabei geblieben. Seit Release? Der hat sich wacker geschlagen, er ist seit Release dabei. Oder einen Monat nach Release ungefähr, bis jetzt. Zwischendurch hat er halt immer Pausen, so für ein halbes Jahr und so. Und dann, wenn wieder neuer Content dabei war, war er wieder fresh dabei. Das ist eigentlich ganz cool. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Zuzusehen erinnert mich an meine ersten Tage als Verzauberer.
Ja, cool. Eisendolch. Und Wunde vertreiben. Ladungen kann ich. Ah, so. Okay, dann hätte ich das auch mal verstanden. Und herstellen. Jetzt gucke ich mal, wie viel wert das Ding ist. Nicht so viel. Fug. In der Magie wohnt eine. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Ach komm. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Jetzt versuche ich es mal mit etwas mehr Ladungen. Und jetzt? So. Ich weiß immer noch nicht, wo das die Ladung machen, aber okay. Oh, der ist ja schon einiges wert. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten? Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Dafür brauche ich Seelensteine. Winzige Seelensteine. Sind halt auch nicht so viel. Vergesst nie, dass euer Verstand eure schärfste Waffe ist. Gegenstände mit dem Dolch wieder. Verzaubern und Drücke vertreiben. 10 Ladungen. Nochmal. Das nochmal machen. Oh, der ist voll viel wert. Oder wie? Nee. So, jetzt. Oh, ich bin in eine neue Level gestiegen. Ausdauer. So, Schwerrüstung, Schmiedekunst, schwere Rüstung. Mal gucken, was es hier so gibt. Gut ausgestattet. Okay. Konditionierung, das will ich auf jeden Fall erreichen. Dann wiegt meine Rüstung nichts mehr, kann ich auf jeden Fall mehr bei mir tragen. Hier kann ich auch nichts mehr lernen, nicht wirklich. Aber verzaubern kann ich ja wohl mal gucken, was es so gibt. Hier. Naja, sind Prozent wirkungsvoller, okay.
Aha. Oh, das ist wohl cool. Schmiedekunst, gibt's hier was Neues? Nee, nicht wirklich. Schwere Rüstung. Stählerne Fäuste? Nee. Hagiertsturz? Nee, passt schon. Dann gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Schießkunst, nein, das wird schon schleichen, Schloss, kleine Taschen, Redekunst, gucken wir uns mal an. Oh. 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 Was macht das denn? Oho. Nö, dann lassen wir das einfach. Dann gucken wir mal, wo wir unsere Dolche verticken können. Mit dem Gold können wir dann uns weitere Materialien holen. Boah, die halbe Stunde ist ja schon wieder vorbei, ey. In Skyrim, das ist echt, geht viel zu schnell. Das Spiel ist einfach viel zu geil, das ist einfach so, das ist Fakt. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen. Ja, dann wird das wohl länger als eine halbe Stunde dauern, das Ganze hier. Es geht aber weiter bald. Oh. Ist zu. Das heißt, ich brauche einen Schlafplatz. Am besten, ich reise irgendwo weit hin und verticke Zeugs. Winterfeste. Wenn ich nach Einsamkeit reise. Es ist vielleicht schon wieder Tag und wenn nicht, reise ich wieder zurück. Das ist so cool, man kann mit der Maus das Ding drehen, beziehungsweise mit dem Controller drehen. Solche Ladebildschirme sind cool. So, das ist. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ein Händler. Ich muss mich um alle möglichen Botengänge kümmern. Ja. Ein Waffenhändler will sein. Hey, aufpassen! Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen und arbeiten muss ich auch nicht mehr. Das Befiedern gefällt mir. Halt's Maul. Es ist noch nicht hell genug, also kann ich wieder zurück. So. Wo ist denn Weißlauf? Das Weißlauf? Ja. Dann bin ich wieder in Weißlauf. Ich weiß nicht, wo ich pennen kann in Weißlauf. Deswegen reise ich ein bisschen rum. Ist im Prinzip das gleiche. Nur ohne Schlaf. So. Dann verticken wir mal was an die Dame. Die natürlich sofort reingeht, bevor ich sie anklicken kann. Das ist klar. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich sage nicht, dass ich... Werft einen darauf. So, ich will Waffen verkaufen. Sind natürlich verschieden wertvoll. Logisch. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Cash. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht.
Jetzt kann ich auch Eisenbarren kaufen. In rauen Mengen. Leder in rauen Mengen. Und Lederstreifen. Ja, das ist gut.